Hallo, ich bin's, die Baradi, und ich möchte heute mal ein bisschen ein Update geben über meine eigenen Erfahrungen rund um das Thema Astralreisen und luzide Träume. Und ich befasse mich damit jetzt schon sehr, sehr lange, also jetzt schon über 15 Jahre. Ich gebe sehr viel Wissen darüber in Seminaren weiter und auch in Internet-Workshops und schreibe seit sehr, sehr lange in meinem Buch. Ich weiß, ich erzähle da schon lange, dass das bald fertig wird, aber es ist wirklich ein großes Projekt und mit Arbeit und Dunkelretreats betreuen und Kind und alles, was so ansteht, braucht es halt einfach seine Zeit. Aber es gibt eine Neuigkeit so in meinem Bewusstsein, was ich gerne auch nochmal der breiten Masse hier über YouTube auch gerne nochmal ein bisschen bekannt geben möchte. Denn normalerweise erzähle ich über diese privaten Dinge viel mehr in meinen Webinaren, die ich anbiete. Ich mache jeden Monat ein oder zwei Webinare rund um das Thema Astralwelten. Weil ich da halt dann auch schon Publikum habe, was weiß, wovon ich spreche, was mich auch schon mal auf einer Ebene versteht. Denn bei YouTube ist es doch immer so, dass man auch sehr viele Leute erreicht, die das erste Mal überhaupt von Astralreisen hören und sagen, was gibt's ja gar nicht und so. Und es ist immer ein bisschen komisch dann, da irgendwie alle Leute abzuholen. Aber ich komme da auch langsam dahin, dass mir das auch irgendwie jetzt auch egal wird, weil ich kann es nicht jedem recht machen und meine Videos sind wirklich für die gedacht, die ein bisschen out of the box denken, die ein bisschen weiterdenken und die auch Lust haben, paranormale Welten und spirituelle Erfahrungen zu erforschen. Ja, ganz interessant, was so meine Erfahrung ist in den letzten Monaten. Und zwar einmal ist es so, dass ich merke, dass immer mehr die luziden Träume und die Astralreisen wirklich zusammenwachsen, dass es total wichtig ist, die sogenannten Reality-Checks zu machen. Das heißt wirklich zu spüren, zu wissen, wann man schläft und wann nicht. Denn jeder Mensch macht in der Nacht Astralreisen. Jeder Mensch hat außerkörperliche Erfahrungen nachts, ja. Nur die meisten erinnern sich nicht dran. Und genauso auch hat jeder Mensch Träume, ja. 5 bis 10 Träume die Nacht, wie die Wissenschaftler mittlerweile herausgefunden haben. Das ist eine ganze Menge Träume. Und so ist es halt auch mit den Erfahrungen, dass wenn Leute sagen, ja, ich träume nicht, ja, oder sie sagen, ich habe keine Astralreisen, heißt das nicht, dass sie die wirklich nicht haben. Das heißt nur, dass es nicht im Wahrnehmungsfeld, nicht im Bewusstseinsfeld vorhanden ist und noch nicht da ist, noch nicht klar ist. Es gibt viele spirituelle Lehrer, die auch sagen, ja, nach einer Zeit entwickelt sich das von ganz alleine. Man soll nicht hinterherlaufen hinter diesen Erfahrungen, das sehe ich genauso. Es gibt aber einen Punkt, in dem spirituelle Erfahrungen einsetzen oder auch Leute sehr bewusst werden und überhaupt nicht wissen, was sie jetzt damit tun sollen und dann völlig überfordert sind. Und viele Leute kommen auch auf solche Seminare zu mir. Das sind in den letzten Jahren immer mehr geworden. Ich habe schon das Gefühl, dass die Schwingungsveränderungen und auch die Bewusstseinsebenen der Menschen sich sehr verändern und Sachen einfach schneller passieren und teilweise auch über Nacht ganz massiv sich aktivieren können. Und jemand steht dann da und weiß überhaupt nicht, wieso fühle ich mich manchmal wie gelähmt oder ich fühle starke Schwingungen in meinem Körper und weiß überhaupt nicht, was das ist. So, ja. Und ich versuche halt zwei Welten zusammenzubringen. Darüber versuche ich auch in meinem Buch viele Kapitel auch zu schreiben. Also nicht nur eins, sondern da auch wirklich diese Welten auch zusammenzubringen. Und zwar die Welt der luziden Träume, der Wachträume, die sind übrigens sehr gut erforscht. Die sind sehr, sehr gut erforscht von vielen Wissenschaftlern, von vielen Instituten mit sehr viel Probanden. Das ist sehr interessant, was man da schon rausgefunden hat. Und die Welt der Astralreisen, also die Welt der außerkörperlichen Erfahrungen, die natürlich ins Paranormale geht und sehr schwer für viele Menschen zu verstehen ist. Und auch viele Menschen ängstigt das, ja, also diese Idee, dass es nach dem Tod weitergeht. Es gibt Leute, die wollen sich sogar gar nicht damit beschäftigen, die lieben das mehr, in dieser Illusion zu bleiben, in ihrem sicheren Raum, den sie halt kennen. Wenn man sich traut, es zu erweitern, dann kommen natürlich ganz viele Fragen und dann kommt natürlich auch ein Erweiterungsprozess im Herzen, im ganzen Bewusstsein. Es entfaltet sich und Ängste zu haben, ist ein normaler Prozess. Der geht jeder durch, der luzide Träume und Astralreisen verbindet. Denn das Erwachen heißt halt, du erwachst nicht nur in die positiven, schönen, hellen, tollen Welten, du erwachst auch in die anderen Welten. Deine Wahrnehmung erweitert sich auf alle Bereiche. Und mein persönlicher Prozess ist das im Moment sehr, sehr stark. Also in den letzten Monaten ist es so, dass ich sagen kann, dass ich fast jede Nacht einen luziden Traum habe oder zumindest eine
Ja, eine Bewusstseinserweiterung in irgendeiner Hinsicht. Das sind ganz viele verschiedene Symptome, die doch auftreten. Und ich habe jetzt gerade eine neue Art Reality-Check auch ausprobiert. Reality-Checks heißt so viel, wie ich probiere am Tage mich zu fragen, ob ich jetzt wach bin oder nicht. Ich erkläre es mal kurz für die, die das noch nicht kennen. Ich mache es mal ganz kurz. Das ist deshalb so wichtig, weil das Gehirn denkt immer, man ist wach. Also wenn ihr träumt, denkt ihr immer, ihr seid wach. So, ja? Deswegen ist man manchmal auch so perplex oder hat einen Albtraum, wo es natürlich für ganz real nimmt. So im Reality-Check, da checke ich sozusagen, bin ich denn jetzt wach oder träume ich jetzt? Und es gibt ganz, ganz viele Reality-Checks, die man halt machen kann. Ein Reality-Check zum Beispiel ist, dass man seine Hände zählt. Das ist ein ganz typischer Reality-Check, dass man seine Finger zählt. Ja? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und dann über diese Finger, die man halt dann zählt, einfach ja nachfühlt, ja, bin ich jetzt im Traum oder bin ich jetzt wach? Denn im Traum werdet ihr niemals fünf Finger haben, ja? Im Traum ist es immer anders. Im Traum habt ihr zum Beispiel acht Finger oder ihr habt verlängerte Finger oder die Finger sehen Gold aus oder man kann durch die Finger durchgreifen oder irgendwie sowas in der Art, ja? Das ist halt immer total anders. Und das Problem ist bei diesen Reality-Checks, dass der Verstand natürlich immer sagt, ja, wieso jetzt ein Reality-Check? Das ist doch total Quatsch irgendwie. Ich weiß doch, dass ich wach bin irgendwie. Ja, also das ist das, was das Gehirn halt am Tag sagt. Aber ja, man braucht halt mindestens 20 Mal eine Wiederholung von einem Reality-Check für ungefähr 30 Tage, bis das Gehirn anfängt, sich umzustellen und wirklich diese Reality-Checks auch im Traum automatisch macht. Und wenn das passiert, wenn du einen Reality-Check im Traum machst nachts, dann merkst du, hey, bin ich jetzt wach oder nicht? Dann zählst du automatisch im Traum. Wenn du irgendwas siehst, zählst du halt deine Finger und, ah ja, ich habe sieben Finger, aha, dann bin ich wohl im Traum. Und dann kannst du anfangen, deinen Traum zu lenken. Und was ganz interessant ist, was die Brücke ist, die ich jetzt halt schon auch bei mir sehr lange anwende und auch in meinen Seminaren halt weitergebe, ist, dahin zu kommen, in die Astralwelten, halt in die übernatürlichen Welten zu kommen, weil wenn ich einmal klar bin, ich bin bewusst, ich träume, also im sogenannten Yoga Nidra-Zustand, ja, also ein Bewusstsein im Schlaf habe, was wir in Indien Yoga Nidra nennen, dann in dem Moment habe ich die Chance auch zu entscheiden, wohin ich mit meiner Seele gehen möchte oder mit meinem Energiekörper, was ich erleben möchte und kann sogar Astralreisen hervorrufen. Das Problem ist, jeder, der Reality Check kennt und jeder, der auch schon das hier sieht, der schon mal auf dem Seminar war von mir oder auch schon mal ja bei anderen Leuten Seminare mitgemacht hat rund ums Thema luzide Träumen, der weiß, egal wie viel tolle Reality Check man kennt und wie sehr man das weiß, wie wichtig das ist, man vergisst das häufig, ja. So, ich habe da einige Tricks schon auf Lager gehabt, wie zum Beispiel, ich habe dann so gesagt, ja, okay, ich werde jetzt einfach mal ganz toll mein Wecker stellen an meinem Handy so und dann klingelt das halt, ja. Oder ich habe auch schon so Sachen gemacht wie ja, wie so eine Erinnerungssummen, was ich mir dann so an den Gürtel gesteckt habe mit so einem Wecker. Aber wenn ich eine andere Hose anhatte, war das halt wieder ab irgendwie. Und jetzt ist mir ganz, ganz Interessantes über den Weg gelaufen und das heißt Aquaband. Ich möchte einmal den Flyer zeigen, ja, falls ihr das sehen kann. Ich gehe mal einmal ran zu euch. Ja, es ist Aquaband. Und das habe ich jetzt mal in meinen Shop genommen, in meinen Spirit Balance Shop, weil ich das natürlich erstmal selbst ausprobiert habe. Und das ist diese Uhr. So, und eigentlich heißt das ja auch Aquaband. Ja, eigentlich soll einen das erinnern daran, dass man genug Wasser trinkt. Ja, also es soll einen erinnern daran, dass man halt mindestens alle halbe Stunde ein bisschen Wasser trinkt, weil Forschungen haben halt ergeben, dass du natürlich besser denkst und besser drauf bist und so weiter und besser entgiftest und so weiter. Jetzt macht dieses Aquaband immer so ein leichtes, so ein Bzzzt, ja, und das kannst du 24 Stunden tragen, kannst du auch irgendwann absetzen und ablegen natürlich. Und du kannst es auch einstellen. Also ich habe es jetzt im Moment, ich habe verschiedene Uhrzeiten schon gehabt, ich habe es jetzt im Moment auf 2 Stunden. Und das Interessante dabei ist, es kriegt keiner mit, es ist nicht laut, ich muss jetzt keine Finger zählen irgendwie. Ich meine, mein Reality-Check kommt danach, ja, aber ich werde schon mal dran erinnert. So alle 2 Stunden kommt so ein Bzzzt, so, okay, wow. So, was ich im Moment mache für einen Reality-Check, ist ganz interessant. Ich habe ja
super viele Reality-Checks auch schon aufgelistet und weitergegeben, auch in meinen Seminaren und auch in Videos schon und so. Und da gibt es ganze Listen, ganz tolle Reality-Checks. Aber so ein Moment, was ich mache, ist gar nichts anderes wie gucken, hey, was passiert hier eigentlich? Also ich halte inne, guck mir so alles an, guck mir die Umgebung an, schau mich um, schau, was ist denn hinter mir, weil ganz interessant. Du kannst dich normalerweise nicht umschauen, ja. Wenn du dich im Traum umschaust, dann hast du eine andere Realität hinter dir. Wenn du dich wieder umschaust, ist wieder eine andere Realität da. Wenn du aber eine Astralreise hast, dann siehst du dasselbe wie als wenn du bewusst bist im Wachbewusstsein. So, und ganz interessant, ich habe auch schon meine ersten richtig tollen Erfahrungen gehabt, schon wenige Tage schon nach diesem Band, weil ich ja immer jetzt so gucke, ne, bin ich wach, bin ich nicht wach, was passiert? Und eine Erfahrung war zum Beispiel, ich hatte gerade das so ein paar Tage um und dann habe ich geträumt und im Traum war ein Mann, der hat gesagt, ah, hast du auch so ein Band, übst du auch luzide Träume? Ich so, ja, aber woher weißt du, dass das mit dem Band zu tun hat? Ja, also da habe ich von gehört und das ist total toll und, aber guck mal, mein Band ist total anders wie deins. Und dann war das irgendwie so ein Riesenklotz da irgendwie so auf seinem Arm und es ist halt so typisch für einen Traum und so typisch, wenn man aufwacht im luziden Traum auch, ne, dass irgendwas total absurd ist, ne, so häufig ist in Träumen irgendwas voll absurd. Und so war das halt auch so. Er hatte halt so eine Uhr, ja. Und dann habe ich da halt drauf geschaut und gesagt, boah, das ist ja echt eine riesige Uhr so. Und dann hat er gesagt, ja, deine ist aber klein. Und dann war mir klar, hier stimmt was nicht. Ne? Dann habe ich meine Hände angeguckt, dann konnte ich da plötzlich so durchgucken und die waren auch anders. Und so, dann wurde ich wach. Und dann hat der Mann gelacht im Traum und ich auch. Also ich wurde nicht wach, aber im Traum wach. Also ich wurde luzid, ich bin in Yoga-Nidra-Status gegangen. Und konnte dann bewusst weitermachen, mein Traum. Und ein paar Tage später hatte ich noch ein Erlebnis, das fand ich also auch total toll. Diese Uhr kannst du auch, ja, kannst du halt ja auch nachts tragen. Und das habe ich jetzt auch mal versucht. Und bei mir ist halt so, ich habe eh unterbrochenen Schlaf durch meine kleine Tochter Ananda, weil ich die noch stille. Und sie auch bei uns noch mit im Bett schläft und das natürlich dann so zwei, dreimal in der Nacht wache ich eher auf, was ist super gut für Bewusstseinsarbeit. Das ist das Beste überhaupt, so da rauszukommen, kurz aus dem Tiefschlaf. Und in dieser Phase, in der ich so eh ein bisschen wach wurde, fing das dann auch an, ja, nochmal so zu vibrieren. Und man sagt ja nach dem Aufwachen, wenn du kurz aufwachst, ungefähr 2 Stunden danach kommt eine tiefe REM-Phase, das heißt Rapid Eye Movement-Phase, wo die Augen sich halt super schnell bewegen und wo du halt tief träumst. Und das ist die Zeit, in der du dich auch am intensivsten an sowas erinnern kannst ja, einfach auch luzide Träume bewusst machen kannst. Und genau 2 Stunden später ging das Ding ja wieder. Und das muss die Zeit auch gewesen sein, weil danach wurde ich nochmal wach, ungefähr 1 Stunde danach. Und das war total lustig, denn ich habe mich genauso wie jetzt auch gar keinen besonderen Reality-Check hingewandt, sondern ich habe einfach mich so umgeguckt und habe so gedacht, Mensch, bin ich jetzt wach oder nicht? Und das habe ich halt im Traum auch gemacht und habe mich halt hingesetzt und habe so gedacht, okay, bin ich jetzt wach oder nicht? Und plötzlich machte das, ja, machte halt diese Uhr so ein leichtes Bzzzt und ich habe das halt mitbekommen, ja, im Traum so. Und ich habe mich dann auch umgeguckt und ja, und ich habe dann auch gedacht, Mensch, jetzt weiß ich gar nicht, bin ich jetzt wach oder nicht? Hab mich umgedreht und dann war alles so wie vorher. Und dann kam eine Traumfigur, was häufig aus dem Unterbewusstsein kreiert wird, kam eine Traumfigur an mir vorbei und sagte, ja, aber du weißt schon, dass wenn du dich umdrehst, du nicht dasselbe siehst. Und sag ich, ja, natürlich weiß ich das, aber wer bist du denn, dass du mir das sagst? Dann sagt die Person, ich bin du und du bist ich. Also, wow, total krass. Und verschwand so, ja. Und dann wusste ich, meine eigene Seele, mein eigenes Unterbewusstsein hat mir gerade eine Message gegeben, so ich kommuniziere gerade mit mir selbst, mit meinem eigenen Traumbild, guck mich um, guck wieder um, alles gleich, wow, ich bin gar nicht im Traum, ich bin schon in der Astralwelt und ich werde mir einfach nur bewusst, dass ich in der Astralwelt bin und dann hatte ich meine Astralerlebnisse, ja. Und die waren sehr bewusst und die gingen auch sehr lange, bis ich halt im physischen Körper aufgewacht bin.
Ja, und deswegen, also möchte ich euch das nicht vorenthalten, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr kommt nicht weiter mit luziden Träumen, Astralreisen, wenn ihr die wichtigsten Infos habt, wenn ihr, ich sag mal, eine gewisse Basic braucht man an Wissen, um das anzuwenden, diese Techniken und auch eine gewisse Grundenergie auch an Meditation. Und ich empfehle auch Mantren, denn das sind starke Schwingungen, die in unserem Körper positive Vibrationen natürlich auch hervorrufen. Denn jedes unserer Chakren rezitiert ein eigenes Mantra die ganze Zeit in unserem ganzen Leben, ob wir dran glauben, ob wir das wollen oder nicht. Das ist eine Schwingung, ein Klang. Und wenn wir da in Resonanz geht, wird es stärker. Und deswegen passieren bei manchen Leuten diese Erfahrungen auch schneller und bei anderen langsamer. Aber solche Reality-Checks sind zusätzlich nochmal ein Push in die richtige Richtung und ein Weg, wirklich positive, starke Erfahrungen schnell machen zu können. Ja, also ich kann euch das absolut empfehlen. Gibt es auch übrigens in ganz interessanten verschiedenen Armbändern, also so in Gelb, dann so in so ein Türkis, in Orange, in Rosa, in Lila und in Grün. Also man kann das dann auch wechseln, steht auch so drauf. Ja, und ich habe das gerade wie gesagt, in meinen Spirit Balance Shop reingenommen und könnt ihr ja mal schauen und euch das mal, ja, einfach mal auf euch wirken lassen, ob das vielleicht was ist, womit ihr arbeiten könnt. Es gibt sicherlich auch andere Methoden, ganz viele andere Methoden, nur ich neige dazu halt immer, das zu vergessen, ne? So diese Reality-Checks. Und seitdem ich die wieder vermehrt mache, passieren auch diese Erfahrungen vermehrt. Die sowieso im Moment sehr intensiv sind, auf jeglicher Hinsicht. Also ich habe schon das Gefühl, dass die Energiefrequenzen sich sehr verändern, die positiven sowie auch die negativen massiver werden. Das hat vielleicht auch mit meiner eigenen Wahrnehmung zu tun und auch damit, dass ich jetzt auch bereit bin, gewisse Dinge zu sehen, die ich vielleicht auch vorher nicht gesehen oder wahrgenommen habe. Aber ja, es ist eine ganz wunderbare Erfahrung, das energetisch so halten zu können. Und ich möchte auch nochmal sagen, das kriege ich ja auch häufig, super viele Zuschriften und E-Mails und Fragen und den Chat und so, kommt immer wieder dieses Ja, aber sind Astralreisen nicht gefährlich? Und darüber habe ich auch mein eigenes YouTube-Video gemacht, aber darüber gibt es so viel zu erzählen. Aber eine Sache möchte ich euch da sagen. Es liegt wirklich an unserem Consciousness, sondern es liegt an unserem Bewusstsein, ja? Und es liegt auch daran, wie sehr wir uns von Negativität nicht umhauen lassen. Wenn ich irgendwas erlebe, ganz häufig sind es auch eigene Seelenbilder, wie mein eigenes Ich, was mir auch erschienen ist, ja, was ich auch registriert habe, aber manchmal kommt das auch in Form von einer negativen Energie. Wenn ich zum Beispiel viel mit Ängsten zu tun habe, kann sowas sein, ja, dass sowas auch in einer Form von negativen Energie zum Beispiel auch kommt. Und das sind so viele Sachen, die man da zu beachten hat, aber es ist halt so, es ist genauso ungefährlich wie physisch zu leben. Und du weißt auch nicht, was morgen kommt. Und eine ganz wichtige Message habe ich da wirklich. Das ist, warum immer in die Angst gehen, ja? Weil wir können den Körper nie mitnehmen. Und das ist die größte Erfahrung und die stärkste Erfahrung, die man machen kann. Und warum ich auch diese Frage, die auch immer wieder kommt, ne? Warum soll man das lernen? Oder was hat man davon? Ne? Das kriegt man auch so, diese Frage. Du weißt einfach, du bist nicht dein physischer Körper. Und zwar weißt du das nicht hier im Kopf, weil dann reagierst du anders, sondern du weißt das im Herz. Du hast das erfahren. Das ist deine eigene Erfahrung. Und wenn du diese eigene Erfahrung hast, verändert sich natürlich dein Charakter und deine innere Stärke nimmt zu. Und ich muss sagen, seitdem ich diese Erfahrung dieser Art habe, habe ich grundsätzlich viel weniger Ängste in meinem Leben, physisch wie auch in der Astralwelt. Ja, und das möchte ich einfach nochmal mitgeben. Jeder kann das lernen. Und wenn das zu viel ist, gerade mit den Astralwelten, zumindest die luziden Träume, die bewussten Träume, denn wir sind auch keine Opfer von unseren Träumen, denn wir verarbeiten viel in unseren Träumen. Und sobald wir unsere Träume lenken lernen, in dem Moment, wenn wir unsere Träume lenken lernen, in dem Moment ist es möglich, dass wir ganz, ganz klasse und ganz, ganz toll diese Gefühle auch transformieren können. Angenommen, jemand hat was super Schlechtes erlebt im Leben und durch die Reality-Checks, die du halt ständig machst, merkst du halt, ah, okay, Moment, ich träume, ja, dann hast du die Möglichkeit, diesen Traum positiv zu verändern und dadurch veränderst du auch deine Muster und bringst halt auch eine Heilung in dein System. Und nur wenn das passiert, wirst du auch
ja, wirst du auch zu deiner eigenen Kraft kommen, ne? Denn wir sind Schöpferwesen, wir alle sind Schöpferwesen. Wir haben, man sagt in der indischen Spiritualität, 20% ist Karma, was nicht veränderbar ist und Schicksal. Wobei durch viel Gnade ist auch da nochmal was drin an Prozenten, ja. Da gibt es auch gewisse Energieprozesse und Gebete und Mantren, wie du wirklich versuchen kannst, das hohe Licht zu dir zu holen. Es ist auch das noch transformiert. Aber 80%, das ist sehr, sehr viel. 80% ist sehr viel, sind wir Mitschöpfer unserer eigenen Realität. Und wenn wir das doch verstehen, wenn wir doch verstehen, dass wir Mitschöpfer sind unserer Realität, ist Astralreisen viel mehr als ein Spiel, ist ein Astralreisen viel mehr als etwas, was man mal ausprobiert, weil es cool ist, durch Wände zu gehen. Versteht ihr? Dann merkst du, was da für eine Kraft dahinter steht, auch durch die Astralwelten oder auch schon durch die Traumwelten, ja? Auch schon deine Realität hier im physischen Körper zu verändern. Und der Traum ist so wichtig. Über die Hälfte deines Lebens verbringst du im Schlaf. Das ist sehr, sehr viel. Und gerade als Baby schlafen wir sehr viel, sehr lange, als Kleinkinder und als alte Menschen meist auch wieder. Und wenn wir krank sind, auch, weil die Seele einfach dann keine große Verbindung noch nicht so hat, total mit dem Körper, muss sich erst wieder einfinden oder darf sich wieder loslösen. Und das sind ganz wichtige Prozesse, die da passieren auf Seelen- und Körperebene. Also Schlaf ist etwas, was ganz wichtig und heilsam und kraftvoll ist, wodurch wir sehr viel lernen können und sehr viel erkennen können. Also in diesem Sinne wünsche ich euch viel Inspiration, dieses Thema auch noch mal ein bisschen tiefer zu erläutern, zu besichtigen und auch für die, die vielleicht mal gesagt haben, ja, ich habe das ganze Wissen, aber ich komme da nicht weiter. Immer üben, üben, üben. In Indien sagen wir, also ich habe sehr lange in Indien gelebt, in Indien sagt man Astralreisen, den physischen Körper zu verlassen und auch das Yoga Nidra, bewusst werden, ist schon eine hohe Stufe der Bewusstwerdung. Das passiert nicht immer gleich über Nacht. Einfach dranbleiben, immer weiter üben, irgendwann kommt es auf jeden Fall. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg und viel Freude und viel Bewusstsein und viel Schöpfungskraft. Bis bald. Tschüss.